Willkommen bei Wolfgangs Internetimbiss. Heute kochen wir den Merkel-Eintopf. Und dazu habe ich einen Krautfander eingeladen. Aber das ist nicht der Krautfander, weil der Krautfander ist gar nicht gekommen. Das ist Johannes Käsehagen, der Assistent, der auch hier das alles aufgebaut hat und mit diesen Dingen viel mehr Bescheid weiß als ich. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch von mir. Das war aber jetzt eine sehr nette... Menschen dieser Erde, wir sind Anonymous und wir mögen kein langweiliges Gequatsche. Deswegen erklären wir jetzt direkt die Spielregeln für den Merkel-Eintopf. Johannes und Wolfgang müssen abwechselnd Zutaten in den Topf werfen, die etwas mit Angela Merkels Biografie zu tun haben. Nach jeder neuen Zutat wird der Verantwortliche für die Zutat gefragt, ob er die Pampe jetzt noch essen will. Sagt er nein, hat er verloren und wird von uns ins Darknet verbannt. Wäre Anonymous, wäre Legion. Weiße Kartoffeln, die symbolisieren die Bevölkerung, die Angela Merkel gewählt haben, und die braten wir jetzt schön braun an. Das ist meine erste Zutat. Ja, würdest du es denn noch essen? Ja, klar. Für den Brexit Baked Beans. Und dann haben wir eine solide Basis. Ja. Also, meinst du, das kannst, würdest du das noch essen? Ich würde das noch essen. Spreewälder Gurkenpaste. Ich habe bestimmt im Spreewald Urlaub gemacht, am Spielochsee, im FDJ-Lager. Das läuft jetzt außer Konkurrenz. Ich würde noch einen Schluck Wasser dazu tun. Das ist das Wichtigste bei Regierungsarbeit, immer verwässern. Willst du es noch essen? Ja, ich denke, die Gurken haben das jetzt auch nicht so kontaminiert. Für Helmut Kohl, die Birne bei Mädel. Birne am Stück. Würdest du es überhaupt noch essen mit der Birne? Ja. Der Teller, den Angela Merkel sich immer im FDJ-Lager zusammengepackt hat. Und warum ist das so wenig? Weil die so wenig. Weil die Teller so klein waren. So. Also mehr durfte man nicht. Nur so viel wie. Alles da rein. Würdest du das jetzt noch essen? Wenn wir es jetzt zwischendurch umrühren, würde ich es noch essen. Haben wir denn was zum Umrühren? Ja, da unten. Ernsthaft? Ist ja lebensgefährlich. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ah, wir hätten hier noch für Neuland noch Chips, ja. Computerchips. Das ist ja das halbe Internet da reingepackt. Würdest du das noch essen? Ja. Doch, ich esse es noch. Nö, wir haben nichts mehr. Doch, wir haben die Reichsbürger vergessen. Die Reichsbürger? Nee. Ach so. Damit hast du die letzte Zutat, Wolfgang. Ja. Ich würde sagen, wir haben einfach Gleichstand. Ein Gleichstand. Guten Appetit. Das Rezept können Sie sich wie immer zuschicken lassen. Wir brauchen nur ein Fax an unsere E-Mail-Adresse. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal.